wenn es um den Zusammenhang geht, dass sowohl führende wie folgende Menschen sind und wir immer wieder sagen, der Zusammenhang liegt in im Menschsein, so, dann müssen wir ja auch wissen, was die Menschen dazu bewegt, sowohl das Führen wie das Folgen als Grundlage zu haben im täglichen Tun. Weil es ist ja nicht nur beschränkt auf Industrie- und Handelskammer und sonstige Verbände oder Unternehmen und Ähnliches, sondern es geht ja auch um Familie. Auch dort geht es darum, dass Kinder folgen sollen, dass Menschen Orientierung vorgeben. Das gibt es in allen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Man spricht auch davon, dass man ein Gespräch führt und so weiter. Was heißt das also? Es bedeutet, dass ich ganz einfach, dass ich den anderen ernst nehme erst einmal. Dass ich hinschaue, wer ist da. Dass ich mich auch bemühe herauszufinden, was ich selbst will in diesem Gespräch oder in diesem Zusammenhang und was der andere will. Und dass ich mir bewusst mache, dass wir soziale Wesen sind, die von ganz einfachen Bedürfnissen gesteuert sind. Man möchte gern beachtet werden, man möchte für den anderen vorhanden sein. Man möchte, dass jemand sich interessiert für mich. Das sind keine Nettigkeiten des sozialen Alltags, sondern sind tiefgreifende Bedürfnisse. Wenn man sich das jetzt einmal vorstellt, ich möchte, dass jemand Zeit für mich hat, dass sich jemand interessiert, dass jemand mich beachtet, dass jemand mich wertschätzt, dass jemand mir eine Orientierung gibt, sich deutlich macht mir gegenüber. Wenn ich das alles sehe, dann stelle ich fest, das findet im Führungsalltag statt, eigentlich. Aber es findet meistens nicht statt. Unter anderem deswegen, weil wenig Führungskräfte wissen, dass das existenziell notwendig ist, zwischen Menschen, nicht nur zwischen Führenden und Folgenden. Aber gerade im Zusammenhang von Führen und Folgen ganz wichtig ist. Joachim Bauer sagt zum Beispiel, dass Motivation letztlich nichts anderes ist als die Aussicht auf Beachtung, auf Zuwendung, auf Wertschätzung. Die Aussicht auf. Es muss nicht jeden Tag jemand bei mir auf dem Schoß sitzen. Es reicht die Aussicht auf. Und das ist etwas, was sich allmählich im täglichen Miteinander herauskristallisieren muss. Vertrauen nämlich. Ja, Zeit. Mitarbeiter kosten Zeit. Das gibt es schon mal, dass das gedacht wird. Im Grunde ist es so, dass das Nichtbeachten des Mitarbeiters oder das Funktionalisieren des Mitarbeiters dafür sorgt, dass ich als Führungskraft mehr zu tun bekomme, weil ich muss mich mit den Abweichungen befassen, ich muss mich mit den Krankmeldungen befassen, ich muss mich mit Kündigungen befassen, ich muss mich mit nicht eingehaltenen Terminen befassen und so weiter und so fort. Wenn ich es als Führungskraft schaffe, dass Menschen sich verstanden fühlen, dann habe ich eine Qualität erzeugt. Wenn ich es als Führungskraft schaffe, dass Menschen mir folgen wollen, so, dann bin ich sozusagen frei von dieser quantitativen Auslegung der Führungsrolle. Ich bin in der Qualität. Und das weist auch darauf hin, dass Führen eine Qualität ist. Eine Qualität, die zwischen Menschen entsteht, wenn sie beachtet werden. Und das gilt auch für Führungskräfte. Die wollen auch beachtet werden. Von Mitarbeitern. Die wollen auch von Mitarbeitern mal hören, dass es ganz tolle Leute sind, mit denen sie da zu tun haben. Die wollen auch hören, dass sie was richtig machen. Weil von ihrem Chef kriegen sie es möglicherweise auch nicht. Also es ist eine Gegenseitigkeit zwischen Menschen. Und Führungskräfte, die sich von ihren Mitarbeitern geschätzt fühlen, denke ich, werden weniger Arbeit haben, werden weniger Probleme mit der Zeit haben, weil keine Zeit haben ja auch erstens einmal nur eine Haltung ist gegenüber anderen Menschen. Letztlich übersetzt heißt es, ich habe keine Zeit für dich, sondern nur für andere Dinge. Und wer das gegenüber Mitarbeitern macht, sorgt dafür, dass die sich ihre Zeit und damit meine Energie auf anderem Wege holen. Zum Beispiel dadurch, dass sie nicht rechtzeitig fertig werden. Und dass ich wieder einspringen muss, am Wochenende gerne. So viel zur Zeit.